Liegt auf, ich wollte mich nochmal melden. Hier ist der Gerd Eichel, Chef der erzgebirgischen separatistischen Freiheitsarmee. Wir haben ja nicht überall so unsere Spitze, sag ich mal. Und da habe ich vor kurzem ein Video mit ein paar Fotos, zwei Fotos und ein Video, habe ich zugeschickt bekommen von der Frankstroß in Grünau-Bayerfeld. Scheiße, auf Grünau-Bayerfeld, Bayerfeld meine ich. Gut. Da ist in der Nähe von der Mittelschule ist ein Zigarettenkasten. Und da holt vor, ach das, vor ein paar Jahren, das Jahr her, holt da wohl Mitglied des Sympathisanten der ASF, holt der ASF an den Zigarettenkasten nur gesprüht. Und jetzt holt da irgendeiner, das kann er in den letzten zwei, drei Wochen, weil es jetzt seine letzte Woche wahrscheinlich, heute an der BSG über ASFUZP drüber gespielt. Das verstehe ich nicht. Ich dachte immer, wir kämpfen für dasselbe Sache. Ich dachte immer, der BSG und der ASF, die können sich schon leiden. Hätte doch den Namen gespielt. Ich meine, heute schon einer so einen Aufkleber drüber gemacht. Das ist doch geil, das kann man doch machen. Aber noch nicht hier. BSG über der ASF drüber. Ich meine, ich muss ein bisschen aufpassen, was ich sage, weil die Aue-Fans, das sei ihr wegen mehr wie mir. Aue-Fans gegen die ASF, das wird, na gut, ist egal. Ich wollte nochmal sagen, vielleicht warst du ja gar kein Fan von BSG Aue. Das KA, wenn ich mir das immer so überlege, das KA der Regierung gewesen sei, dass die... Der Aue Ultras, nicht der Ultras, ich weiß gar nicht, wie die inzwischen heißen. Vor Saviola gibt's die denn noch? Da hat doch irgendeiner da vorne gestohlen, ich weiß gar nicht. Dass die Regierung will, dass der Aue-Fans sich gegen der ASF verbünden. Oder das halt zum Aussehen lassen will. Ich weiß nicht, ich wollte nämlich nochmal zu dem Thema äußern, weil mir ist einer Videos zugeschickt worden und ich wusste das nicht genau. Ich verstehe es nicht ganz, mir ist es eigentlich scheißegal, aber ich meine, das weiß ich nicht, was das bedeuten soll.